Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich merke gerade, ich mache mal direkt meinen kleinen Mini-Tischventilator hier aus, weil sonst versteht man wahrscheinlich nicht so viel oder dieses Geräusch ist einfach im Hintergrund total nervtötend. Ein neuer Vlog startet. Ich sitze gerade an meinem wunderschönen neuen Schreibtisch hier im Büro, den ich euch nachher auch einmal ein bisschen genauer zeigen werde. Jetzt habe ich gerade eben erstmal am Laptop den neuen Vlog geschnitten, den ihr, wenn ihr dieses Video seht, hoffentlich schon gesehen habt. Wenn nicht, dann schaut definitiv vorbei. Wir haben 12:30. Jakob und ich waren heute Morgen schon schnell in Gerolstein, denn wir haben noch ein paar Kleinigkeiten fürs Wochenende besorgt. Ich hatte schon erwähnt, dass meine Eltern am Wochenende vorbeikommen und wir wollen grillen, wenn das Wetter es zulässt. Es ist ja eigentlich die letzte Zeit ziemlich schön und der Sommer kommt ja jetzt so auf uns alle zu. Allerdings haben wir gestern und auch heute so von den Temperaturen schon gutes Wetter, aber es ist sehr schwül, es regnet zwischendurch und es ist Gewitter am Start. Ich hasse ja Gewitter total. Ich kann einfach nicht verstehen, wie Menschen Gewitter mögen. Das ist mir viel zu laut und ich habe da so eine Angst vor. Ich habe draußen im strömenden Regen, ich sah aus, als hätte mich einer mit dem Wassereimer übergossen, die Polster von der Lounge reingeholt bzw. auf Seite getan und alles im Garten so ein bisschen noch gerettet, bevor alles wegfliegt. Unsere Blumen, die wir vor der Haustüre noch haben, auf dem Boden verteilt, die habe ich noch schnell aufgehoben und weggetan. Die von Jakobs Tante habe ich auf die Seite gestellt, damit die nicht auch noch fliegen gehen. Also es war wirklich, nee. Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich ziemlich froh über die Temperaturen. Ich habe mich ja gefreut, dass es wärmer wird. Und hier im Haus muss ich wirklich sagen, auch wenn wir zum Beispiel im Schlafzimmer dieses ganze Holz haben und es ja auch unterm Dach praktisch ist, weil wir haben ja gar keinen Speicher, ich bin ja hier im Büro auch unterm Dach, es ist sehr auszuhalten und wirklich überhaupt kein Vergleich zu unserer Dachgeschosswohnung in Duisburg. Das war, oh nee, hier ist es wirklich viel angenehmer und es ist wirklich schön. Ich bin sehr glücklich, hoffentlich bleibt das so. Aber ja, das war gestern wirklich, ich habe gedacht, nee, bei meiner Oma war ja zum Glück alles in Ordnung, nur unser WLAN und unser Telefon war weg. Ging aber auch nach einer Zeit wieder, wir haben dann einfach nur Strom ausgemacht und so. Also ich meine jetzt hier so Steckerleiste und so, ne? Also nicht Strom komplett gekappt, geht ja gar nicht. Kühlschrank und Truhe wäre ein bisschen schlecht dann. Wollen wir dann ein bisschen grillen, die neue Lounge praktisch zusammen mit meinen Eltern einweihen und die haben den Grill auch noch nicht gesehen. Den werde ich euch auch noch zeigen, ich habe es diese Woche schon wieder vergessen. Und jetzt bei dem Wetter dann in den Keller gehen oder so, ist auch... Ich schwöre, nächste Woche denke ich dran. Erinnert mich bitte nochmal dran. Ich vergesse es die ganze Zeit, wirklich. Wir haben ja jetzt schon einmal damit gegrillt und Jakob ist auch sehr zufrieden mit seinem Gasgrill. Ja, aber ich hatte es wirklich einfach nur vergessen. Wie kann man etwas so... Oh, manchmal ist mein Gehirn einfach nicht in der Lage, irgendwie normal zu funktionieren. Genau, meine Mama hat sich Big Mac Salat gewünscht, dann werde ich den heute noch machen, da kann er über Nacht schön durchziehen, das werde ich euch später dann auch noch zeigen. Wir hatten dann beim Hit noch zwei, drei Kleinigkeiten aus der Billigabteilung mitgenommen, Milch und Eier, ja, damit wir fürs Wochenende alles haben. Brötchen habe ich noch mitgebracht, damit wir Sonntag schön frühstücken können, wie gesagt, dann Eier noch dazu und ich hatte ja auch noch diesen Hefezopf hier, also diesen Hefe-Butter-Brioche-Zopf-Dingsbums, den wollte ich dann auch zum Frühstück noch machen. Und nehme euch nochmal so ein bisschen mit durch den Tag. Wie gesagt, wollte ich ja den Salat noch machen. Den hatte ich euch sogar schon mal gezeigt. Müsst ihr einfach mal auf unserem Kanal schauen. Da habe ich mal, ich glaube ein einzelnes Video war das sogar, gemacht, um euch den Big Mac Salat zu zeigen. Das ist halt eher so ein richtig mächtiger Salat, ne? Den macht man auch nicht immer. Und ich habe den jetzt schon super lange nicht mehr gemacht, weil... Den fanden oder finden alle so toll, dass ich den gefühlt letztes Jahr jede Woche machen musste. Und irgendwann kam der mir hier ganz oben raus. Aber der ist wirklich sehr gut. Ich hatte auch noch Kräuterbutter, Knoblauchbutter und Baguette gekauft. Ich wollte diesmal keine Kräuterbutter selber machen. Hatte einfach mal absolut ausnahmsweise keine Lust drauf. Und Soßen habe ich noch alles hier. Also ja, können wir auf jeden Fall am Samstag schön ein bisschen grillen. Mein Video ist schon fast exportiert. Das ist ziemlich lang geworden. 32 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob das das längste Video ist. Müsste ich nachher mal gucken. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Während mein Video jetzt noch fertig exportiert, dachte ich mir, ich zeige euch direkt den Schreibtisch, den ich gerade eben erwähnt habe. Und zwar ist das hier mein wunderschöner neuer Arbeitsplatz. Ich bin richtig, richtig verliebt. Den habe ich jetzt schon ungefähr eine Woche. Ja, ungefähr eine Woche steht der jetzt schon hier. Ich habe einen gewählt mit weißen Füßchen, also mit einem weißen Gestell. Und einer schönen
Holzarbeitsplatte in so einem Naturton. Hat mir total gefallen. Wir haben ja sehr viel Holz hier im Haus, aber trotzdem fand ich es total schön irgendwie. Wie ihr hier lesen könnt, ist mein Schreibtisch von Flexispot und netterweise habe ich diesen Schreibtisch zugeschickt bekommen. Ich bin immer noch total überwältigt, denn dieser Schreibtisch ist einfach sowas von schön und hochwertig. Und was halt so geil ist, dieser Schreibtisch ist höhenverstellbar. Das heißt, egal wie klein man ist, wie groß man ist, ob man im Stehen arbeiten möchte oder was auch immer, man kann einfach alles sowas von verstellen, wie man es gern hätte. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man es macht. Man hat hier halt so ein Touchpad und kann hier einfach Rohren runterfahren. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, auf 72 cm. Das ist für mich eigentlich eine ganz gute Höhe zum Arbeiten, während ich hier in meinem Stuhl sitze. Und man kann ihn aber, wie gesagt, auch höher machen und der geht einfach immer weiter. Das ist so geil. Das heißt, ich könnte auch praktisch im Stehen arbeiten, wenn ich es wollen würde und kann den natürlich dann auch wieder runterfahren. Das ist so geil. Ihr habt hier auch zwei Knöpfe, wo ihr einfach direkt einstellen könnt, in welche Höhe der automatisch fährt, wenn ihr sitzt und wenn ihr steht. Die gefällt mir so gut. Das Material ist einfach wow. Also das ist so eine richtig geile Qualität. Ich bin einfach so begeistert gewesen, als ich den ausgepackt habe mit Jakob. Man sieht schon, die Platte, die ist auch richtig dick, also ist ein sehr gutes Material. Das hier ist alles aus Metall, also auch sehr schwer und robust. Die Blende, die wird mitgeliefert natürlich, die kann man dann einfach da dran machen, alle Kabel rein. Und so habt ihr dann die Kabel nicht unterm Tisch hängen, was natürlich super praktisch ist. Ich muss sagen, der Aufbau, der war eigentlich ziemlich einfach. Da ist natürlich eine Anleitung dabei. Man kann alles ganz normal zusammenbauen. Und wie gesagt, eigentlich total unkompliziert. Es sind halt ein paar Schräubchen dabei, aber im Großen und Ganzen ging das wirklich sehr, sehr fix und sehr, sehr einfach. Ich habe ihn jetzt mal so hingestellt, wie mein alter Schreibtisch stand. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob ich ihn so stehen lasse, denn mein alter Schreibtisch war ein bisschen kleiner. Die Platte ist nämlich 1,40 lang und das ist definitiv ein ganzes Stück länger als mein alter Schreibtisch. Und deswegen habe ich auch überlegt, ob ich ihn vielleicht einfach so an die Wand stellen möchte. Ich finde es allerdings immer ganz schön, auch so Sachen in den Raum mit reinzustellen. Und finde es aber bisher auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich bin sehr begeistert, arbeite sehr, sehr gerne hier dran. Den Link zum Schreibtisch und auch zu Flexispot setze ich euch natürlich in die Infobox. Selbstverständlich könnt ihr da mal nachschauen. Die haben auch jetzt die Tage eine Aktion, wo ihr ganz, ganz viel sparen könnt. Also schaut da definitiv mal vorbei. Da gibt es super Angebote. Es gibt natürlich nicht nur Gestelle in Weiß und auch nicht nur holzfarbene Platten, sondern ihr könnt da aus ganz vielen verschiedenen Mustern, Farben, Materialien wählen und euch den so zusammenstellen, wie ihr den gern hättet. Ihr könnt natürlich auch die Platte und auch das Gestell einzeln holen. Also wenn ihr zum Beispiel das nicht zusammen wollt, sondern einfach nur vielleicht eine neue Platte oder einfach nur das Gestell, das könnt ihr ganz individuell kaufen und müsst da zum Beispiel auch kein Set oder sowas wählen. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist für mich einfach wie so ein Goal in einem Büro und ich arbeite ja nun mal viel von zu Hause und mache hier im Büro eigentlich zu 90% alles. Deswegen bin ich einfach so happy, dass ich so einen richtig schönen Schreibtisch jetzt hier haben kann und bedanke mich auch definitiv jetzt in diesem Video nochmal bei Flexispot. Ich bin einfach nur happy, hat mich glücklich gemacht und mein Schreibtisch und ich sind auf jeden Fall sehr in love und vergesst nicht in die Infobox zu schauen und schaut euch den auf jeden Fall mal an. Es gibt auch ganz viele verschiedene Modelle, also meiner ist zum Beispiel jetzt der E7, aber es gibt auch noch ganz viele andere. Da könnt ihr einfach dann schauen, was für euch am besten passt, was ihr gerade benötigt und was am besten zu euch passt. Und ja, ich schaue jetzt auf jeden Fall nach meinem Video und dann werde ich mal alle Einstellungen machen und hoffe, da geht gleich alles klar, denn das Video ist ein bisschen größer geworden diesmal. Mittlerweile haben wir 14:45, fast 2 Stunden später, denn mein Video hat ein bisschen länger gebraucht. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen die Fenster einmal ein Stückchen runter. Eben hat es nämlich schon ein bisschen geregnet und das muss ja nicht sein, dass hier alles nass ist. Übrigens haben wir hier jetzt auch eine neue Ecke im Büro. Dann stand eine Zeit lang Jakobs Hantelbank jetzt hier. Die war irgendwie mehr Staubfänger als alles andere. Also ich habe ja gesagt, die stand ja bei seiner Tante und die wollte sie loswerden. Und die gehörte eigentlich auch gar nicht Jakob. Er sagte, komm, ich nehme sie mal, vielleicht benutze ich sie ja. Er hat sie auch ab und zu benutzt, aber nicht so viel, wie er gerne wollte. Und er hatte dann nicht immer Zeit, dann auch mal keinen Bock.
Und ich habe gesagt, als Staubfänger möchte ich die ungern hier oben behalten. Vor allen Dingen, weil ich die im Büro ja eigentlich sowieso nicht haben wollte. Ja, und dann haben wir sie vor ein paar Wochen bei eBay Kleinanzeigen einfach verkauft. Jemand wollte die unbedingt haben. Und ja, für ein paar Euro haben wir die dann gemacht. Ist in die Spardose gekommen und fertig. Und jetzt haben wir dann den Stuhl dahingestellt. Denn ich wollte, dass die Ecke nicht so leer bleibt. Und hier haben wir jetzt einfach den kleinen Wäscheständer hingestellt. Denn Jakob, der wäscht seine Arbeitssachen per Hand. Jakob hat mir gerade eben netterweise meine Lasagne in den Ofen gepackt. Eigentlich ist heute Freitag und wir machen ja fleischloser Freitag, aber irgendwie habe ich es total vergessen. Egal. Ist nicht so schlimm heute. Da liegt übrigens der kranke Boy. Also ist er nicht krank, nur mit seiner Hand meine ich. Ist aber schon viel, viel besser und freut mich, dass er keine großen Probleme hat, ne? Ventilator läuft, hier ist eine Luft, also ich habe das Gefühl, als wäre ich hier irgendwie in Thailand oder so, diese Luftfeuchtigkeit ist ja, ne, hier läuft auch gerade im Fernsehen Küchenschlacht, super coole Serie, ja, und ich warte jetzt auf meine Lasagne, dann habe ich nämlich lecker, lecker Essen. Möchtest du dir nicht auch was machen? Wann kommt das denn wieder? Um 3 Uhr kommt schon wieder Eishockey. Ja eben, also da streiten wir uns eigentlich wirklich nie drüber. Entweder guckt einer am Fernsehen, der andere am Handy oder am Laptop oder so, da wären wir uns eigentlich immer einig. Bin ich eigentlich schon, blöd gesagt, gewohnt, weil mein Opa hat auch immer Sport geguckt, meine Oma musste da auch immer durch und mich stört es eigentlich nicht. Also jetzt im Moment guckt Jakob viel Eishockey, weil da gerade irgend so eine, ist das Saison oder wie nennt man das? Hä? WM. Ja gut, weil Eishockey-WM, da kriegt man jetzt nicht so viel mit wie bei zum Beispiel einer Fußball-WM. Ja, und jetzt am Wochenende sind ja auch meine Eltern da, also die kommen morgen früh. Und da kommt morgen auch, also Samstag, Champions League, Europa League, DFB-Pokal. Wieso weiß ich das überhaupt? Das ist schon eine Schande, dass ich das weiß. DFB-Pokal und wir haben extra noch bei Amazon, wir haben ja einen Beamer, eine Halterung bestellt, die man an der Wand und an der Decke befestigen kann. Die soll heute noch im Laufe des Tages ankommen und dann kann man den Beamer befestigen, damit die Herren dann zusammen Fußball gucken können. Hinten im Gästezimmer ist es halt ein bisschen problematisch wegen dem Internet. Ich habe ja schon mal gesagt, durch die dicken Wände und so, ne, wie das hier gebaut wurde, ist das ein bisschen blöd. Und im Gästezimmer ist kaum bis gar kein Internet und deswegen können die da halt nicht schauen. Also habe ich gesagt, wir benutzen den so selten. Das wäre aber cool, für sowas haben wir den ja eigentlich, damit man solche Sachen dann gucken kann. Und deswegen haben wir jetzt dann diese Halterung. Und wenn die im Laufe des Tages, wie gesagt, ankommt, dann wird das noch befestigt. Und dann können die dann ihr Fußball-Dingsbums da gucken. Während im Hintergrund gerade das Hackfleisch am Anbraten ist, man sieht es durch den Dampf. Ich wollte die Abzugshaube jetzt nicht anmachen, weil das so laut jetzt in der Kamera ist. Habe ich schon eine Schüssel, nicht meine Größe, das ist jetzt meine mittlere, denn ich wollte, wie gesagt, nicht wieder so eine riesige Menge machen. Ich habe auch ein bisschen weniger Zutaten gekauft, weil das sonst wieder so unendlich viel wird und man wieder so 5 Tage zu essen hat davon. Ich werde mir jetzt mal mein Handy schnappen, denn ich habe den schon so oft gemacht, muss aber trotzdem immer wieder ins Rezept gucken, wie ich den jetzt genau schichten muss. Ich habe schon alles soweit gemacht. Ich habe den Salat geschnitten. Dann habe ich die Hamburger Brötchen geschnitten. Hier habe ich einmal den Käse, da kommt ja so Scheiblettenkäse drauf. Da haben wir uns für den Chester entschieden. Und dann habe ich hier noch die Gürkchen, die da reinkommen und die Big Mac Soße. Ich werde euch das Rezept in die Infobox setzen. Ich nehme einfach immer eins von Chefkoch. Das nehme ich, wie gesagt, immer. Und das ist wirklich sehr, sehr lecker. Dann könnt ihr da genau vorbeischauen. Und dann könnt ihr auch sehen, wie man die Big Mac Soße macht. Also ist wirklich super lecker. Nach der langen Zeit und so oft, wie ich den schon gemacht habe, muss ich immer wieder gucken. So, da kommt jetzt erstmal Brot. Das ist ja eigentlich in dem Sinne klar. Denn beim Big Mac ist ja auch zuerst unten Brot. So, steht dann so ein Drittel. Ich mache das immer so bisschen nach Gefühl. Ich habe jetzt auch anstatt 6 Hamburger Brötchen nur 4 gemacht. Also ich hatte ein Paket geholt. Denn wie gesagt, ne, wenn man ein bisschen weniger macht, das reicht auch. So, dann kommt einmal Salat. Ein bisschen Soße.
Aber wie gesagt, ich habe ja dazu auch schon mal ein Video gemacht. Ich glaube, ich habe das in einem Vlog mal gezeigt, in einem einzelnen Video. Also ihr findet das Rezept auf jeden Fall schon ordentlich auf meinem Kanal oder unserem Kanal. Ihr wisst ja, wie ich das meine, ne? So. So, und dann kommt eigentlich Fleisch. Da werde ich jetzt dann kurz warten, bis das fertig angebraten ist und dann schichte ich weiter. Yeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun, so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing to Blink. I could go for some Queen Bee too. Bass is going boom. Der Big Mac Salat ist fertig. Ich habe jetzt die letzte Schicht oben drauf gebaut. Ich habe doch nochmal ein Brötchen geschnitten. Also, ja, 5 Stück sind es dann insgesamt geworden. Ich dachte, weil das ist sonst einfach zu wenig, weil in der Mitte dann so wenige waren. Aber hat jetzt super geklappt. Ich habe noch ein kleines bisschen übrig und habe jetzt so eine Minischüssel hier gemacht. Die werde ich jetzt gleich essen. Hier sieht es jetzt ein bisschen chaotisch aus. Das werden wir später dann noch aufräumen. Aber auf jeden Fall ist der Salat jetzt erstmal fertig. Habe hier noch ein bisschen von dem Kopfsalat übrig, weil das war echt viel für die kleinere Schüssel. Aber da haben wir einfach noch ein bisschen Salat. Das kann man ja dazu essen. Und den lasse ich jetzt hier noch ein kleines bisschen stehen, weil das Hackfleisch noch ein bisschen warm ist. Und dann durch die Mayonnaise werde ich ihn aber kühl stellen. Dann werde ich den bei meiner Oma unten in den Kühlschrank packen. Denn mein Kühlschrank ist leider voll. Und ja, der ist auf jeden Fall jetzt für morgen bereit. Ich schicke jetzt meiner Mama noch ein Foto. Die freut sich bestimmt. Und dann freuen wir uns auch, oder? Ja. Was machst du da? Mein Finger juckt. Und ich habe noch nicht die Kraft in der Hand, um mich hiermit zu kratzen. Zeig mal deinen schicken neuen Verband. Haben wir gerade eben mal gewechselt. Langsam wurde es ein bisschen unhygienisch darunter und ein bisschen warm. Wie man sieht, wir haben den nächsten Morgen. Ich wollte euch jetzt noch so ein kleines bisschen durch unseren Morgen mitnehmen. Wir müssen hier noch so ein kleines bisschen aufräumen, bevor meine Eltern kommen. Ich habe mir schon mit Bettwäsche bewaffnet und wollte jetzt im Gästezimmer mal aufräumen. Dadurch, dass wir ja die ganze Zeit das Gästezimmer nicht wirklich selbst benutzen und jetzt schon lange keiner mehr da war, ist es da noch ein bisschen chaotisch. Und ich müsste da dann auch mal wieder ein bisschen Staub wischen, beziehungsweise generell drüber wischen. Fensterbank und diese kleinen Tischchen, die ich hingestellt habe. Und auch mal gucken, was ich da sonst so hinstelle. Denn es ist natürlich ohne den Stuhl jetzt da super, super leer. Aber da finde ich schon irgendwas. Also da schaue ich jetzt auf jeden Fall mal eben. Wie viel haben wir überhaupt, Schatz? Wir haben noch Viertel vor 8. Also wir sind schon ein bisschen länger wach. Jakob schon seit 6. Und ich bin gerade eben auch aufgewacht. Ich sehe noch ein kleines bisschen verschlafen aus, ne? Ich war nur kurz im Bad, habe mich angezogen und dann wollten wir jetzt hier mal ein bisschen klar Schiff machen. Ich möchte nochmal durchsaugen und so. Und wie gesagt, das Gästezimmer natürlich schön machen für meine Eltern. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another. It's kind of quiet in my room right now without you, and I couldn't really make you stay, so what to do?
I'm just staring at my walls and talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. So, das Gästezimmer ist wieder hübsch. Die Matratze, die habe ich schön mit einem neuen Bettlaken versehen, neue Bettwäsche. Wir haben jetzt übrigens da auch so einen Topper, habt ihr bestimmt jetzt gesehen bei der Aufnahme. Den haben wir von meinen Eltern bekommen, denn die haben in ihrem Wohnwagen die gleiche Matratze und hatten den Topper dafür gekauft. Aber das hat dann irgendwie doch nicht gepasst und bevor die den dann wegwerfen und zurückschicken konnten sie nicht mehr, haben sie uns den gegeben, weil wir halt dann dieselbe Matratze haben. Und jetzt kann man da noch gemütlicher schlafen. Ich habe jetzt die zwei schwarzen Tischchen, die standen erst hier, als Nachttischchen hingestellt. Sieht eigentlich auch ganz gut aus, auch wenn eins ein bisschen größer ist als das andere. Aber so ein kleiner Nachttisch ist ja trotzdem ganz gut. Da habe ich wieder ein bisschen Deko hingestellt, auf die Nachttische genauso. Und hier stand ja erst der Stuhl. Und da habe ich jetzt einfach einen Stuhl aus dem Esszimmer bei uns, also Küche, hingestellt, weil wir brauchen ja da nur zwei. Dann kann man da auch noch ein paar Sachen drauflagen. drauflegen. Und ja, die drei Kissen habe ich da einfach hingesetzt. Ein Mülleimer, der steht eh immer hier. Und dann noch dieses Bild hier. Es soll ja einfach ein kleiner Rückzugsort sein, wenn Gäste kommen, dass die ein eigenes Zimmer haben, wo sie ihren Kram hinstellen können. Und wo man gemütlich schlafen kann. Und ich denke, das ist ihr auf jeden Fall gegeben. Ich habe auch gerade versucht, den Betonboden hier mal so ein bisschen zu saugen. Hat ganz gut funktioniert, denn ja, hier liegt natürlich genauso wie zum Beispiel auf meinem Laminat da oder so, liegen ja auch mal Krümelchen. Also habe ich jetzt auf jeden Fall mal sauber gemacht und hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Jakob hat gerade noch hier Esszimmer und Durchgangszimmer und Küche gesaugt. Also hier den Stuhl, den dritten, den wir hatten, den habe ich genommen. Weil den brauchen wir hier sowieso nie. Der ist eigentlich eher so Ablage. Und dann kann das auch nicht funktionieren, weil man hat ja immer mal so irgendwas, was man vielleicht irgendwie gerade irgendwo hinlegen will. Und bevor man es dann auf den Boden legt, dachte ich mir, stelle ich den Stuhl einfach dahin. Und ich habe ja schon mal gesagt, ne, das Gästezimmer ist ja wie gesagt einfach nur da, damit man sich da in Ruhe umziehen kann, damit man da schlafen kann. Das soll ja auch keine 5-Sterne-Suite sein. Und wie gesagt, hat sich auch bisher noch niemand beschwert. Und ich gebe da immer so mein Bestes, das ja, gemütlich zu machen. Und ich denke, so ist das auch vollkommen in Ordnung. Boah, hier drin ist es irgendwie gerade so schwül. Also noch nicht mal warm oder heiß, aber... Puh. So, wir haben es jetzt auch geschafft. Wir waren noch ganz schnell wie jeden Samstag mit Jakobs Tante einkaufen. Sie konnte ihren ganzen Einkauf erledigen und Jakob hat sich noch eine Kiste Wasser mitgebracht fürs Wochenende, damit wir genug Wasser haben, jetzt wenn meine Eltern da sind. Und ich hatte meiner Oma noch einmal so Süßigkeiten mitgebracht. Die hatten bei Hit so so eine Gelee-Ananas. Ich mag so Zeug ja gar nicht, mit irgendwie Schokolade überzogen für 49 Cent. Und da hatte ich ihr welche mitgebracht. Die fand die so lecker, dass ich jetzt noch welche geholt hatte. Jakob räumt gerade in der Küche alles weg. Und dann schätze ich mal, dass wir jetzt eine Kleinigkeit essen werden, also frühstücksmäßig. Wir haben jetzt 20 nach 10. Ich habe mich direkt hier an den Schreibtisch gesetzt und wollte den Vlog schneiden, den ihr gerade seht. Und perfekt, dass ich gerade am Schreibtisch sitze. Schaut definitiv in die Infobox, vergesst nicht, da habe ich euch den Link zu Flexispot und zu meinem Schreibtisch eingefügt. Und dann könnt ihr da vorbeischauen und wie gesagt, die haben jetzt in den nächsten Tagen eine super coole Rabattaktion, wo man ganz viel sparen kann und damit ihr das nicht vergesst. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Und schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr dieses Wochenende so vorhabt, was ihr macht. Ist das geplant oder bleibt ihr einfach nur chillig zu Hause und macht gar nichts? Das würde mich interessieren. Ich habe jetzt schon gesagt, meine Eltern kommen, wir wollen grillen. Wetter ist ganz gut jetzt und also es ist ein bisschen bewölkt, aber es ist sonnig und ziemlich warm draußen. Denkt auf jeden Fall an den Link. Schreibt mir in die Infobox, was ihr dieses Wochenende macht und dann verabschiede ich mich. Und wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!